Mein Name ist Lars Berghaus, komme aus Engelskirchen. Mein Unternehmen ist Berghaus Agrar- und Forstunternehmen. Wir sind hier in Hülsenbusch ansässig mit der Firma, machen alles rund um den Wald und um den Tiefbau. Ich habe den CAT 309 seit einem Jahr. Die haben wir über die RWZ bezogen. Ist eine super Allround-Maschine, können wir sehr gut einsetzen im Tiefbau und im Forst. Wir roden hier Käferbestände, die, wie gesagt, mit dem Bagger abgeschnitten werden, zusammengefahren werden beim Rückewagen und dann nachher zu Hackgut produziert werden. Bei dem 309 haben wir uns entschieden, für ein breiteres Fahrwerk, um Standsicherheit darzustellen, auch gerade in Hangparzellen. Der Vorteil an dem Bagger ist, wir können diverse Anbauteile speichern, programmieren, somit dass der Fahrer relativ schnell umstellen kann von Greifer auf Böschungslöffel oder von Greifer zum Forstmulcher. Und somit können wir unsere Arbeit viel schneller erledigen. Die Besonderheiten der Maschine liegen darin, dass sie eine High-Flow-Hydraulikanlage hat, wo wir unseren Forstmulcher mit betreiben können, um ja, ganze Kulturen frei zu mulchen oder halt Böschungsränder und Wegesränder zu mulchen für die Kulturpflege. Wir benutzen die Joystick-Lenkung, so wie im Tempomat sehr viel. Der Vorteil bei der Joystick-Lenkung ist, wenn wir an Wegesrändern mulchen, können wir mit einem Joystick fahren und mit der anderen Seite können wir den Arm bewegen und die Ränder dann schön mulchen und dabei den Tempomat einstellen, sodass wir gleichmäßig mulchen und arbeiten können. Durch die Joystick-Lenkung und den Tempomaten können wir sehr bequem gute Arbeitstage bewältigen, die für den Fahrer sehr angenehm sind. Mein Job macht mir Spaß in der Natur, weil wir sehr naturverbunden sind, ich in der Natur groß geworden bin. Das Schöne ist natürlich auch, wenn man Feierabend hat und Sonne untergeht und man zurückblicken kann auf den Tag, was man erreicht hat, dann noch mit so einer tollen Maschine, dann können wir beruhigt Feierabend machen. We'll be right back.